Ja, hier hinter mir im Ausweichquartier des Parlaments findet ein Gebetsfrühstück statt. Zweck ist es, den interkonfessionellen Dialog zu stärken. Mit dabei zahlreiche Vertreter aus Religion und Politik, auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP und Kardinal Schönborn. Großer Gott, an diesem Morgen kommen wir zu dir und wollen dir danken. Du hast uns vieles geschenkt und mehr Möglichkeiten gegeben, zu gestalten als vielen anderen. Wir bitten dich mit Demut und Vertrauen um deinen Frieden, um deine Weisheit, deine Kraft, um der Verantwortung, die wir tragen, auch gerecht werden zu können. Lass uns heute die Welt betrachten mit Augen, die voller Liebe sind. Lass uns unsere Nächsten als die Menschen empfangen, die du durch uns lieben willst. Schenke mir die Bereitschaft, den Menschen mit Hingabe zu dienen und alles Gute, das du in sie hineingelegt hast, zu entfalten. Unsere Worte sollen Sanftmut ausstrahlen und unser ganzes Verhalten soll Frieden schieben. Nur jene Gedanken, die Segen verbreiten, sollen in uns haften bleiben. Verschließe unsere Ohren vor jedem übelwollenden Wort und jeder böswilligen Kritik. Mögen unsere Zungen nur dazu dienen, das Gute hervorzuheben. Wir bitten dich, segne dieses Frühstück und die Gespräche, die wir während des Frühstücks führen werden. Amen. Da sagte Petrus zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete: Amen, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen.